Stille war es, der Mond schien helle. Stille brüllte die Natur. Herzlich willkommen zu einer nächtlichen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Wir haben hier die Wegelagerer mal eben alle platt gemacht und von einem Georg oder Gregor, wie er hieß, haben wir, ich glaube, da liegt er noch, ja, hier Gregor, einen interessanten Schlüssel gefunden und der gehört bestimmt zu der Tür, die wir ganz unten irgendwo gefunden haben. Oder gesehen haben, besser gesagt. Da gucken wir doch mal nach. Und zwar war das hier. Wenn mich nicht alles täuscht, gehen wir da eben mal kurz rein, bevor wir das tun, speichern. Da wird jetzt bestimmt wer auf uns warten. Genau, richtig. Dann macht uns einer schon... Oh, gleich zwei Peoples hier. Ja, das hat er verdient. Okay, Dandolo hat das schon mal gemacht für uns. Dann geht jetzt mache ich dich fertig. Ja, das schön. Hat er verdient. So, und dann mal gleich hier auf... Hallo, warte Dandolo, mal. Hier bleiben. Kampfverhalten auf... Offensiv. Ihr wisst Bescheid, warum. So, hier... rutschen immer die Waffen runter, wenn so eine Treppe da ist. Einmal den Banditen klauen, B klauen, Degen der Banditen. Stirb, du dreckiger Bandit. Was? Wo ist er? Na, da rutscht mir doch ein Bogen entgegen. Schöne Sache, das. So, gibt es da noch welche hier in der Art? Noch eine Treppe hoch. Hier ist noch ein Feuerkrautchen. Pflanze. Was ist denn hier noch eine Ecke? Zaun. Und sonst gibt es hier nichts. Okay. Ah, ist ein bisschen dunkel, sorry. Oh, da ist der nächste. Ja, das hat er verdient. Oh, da ist wieder einer, der mich versucht. Ja, das hat er verdient. Ah. Oh. Weg. Hau doch mal ab, Roland. Bleibt der da verwurzelt stehen? Okay. So. Ja, das hat er verdient. Ach ja. So. Nicht zu holen. Der Penne hat er nicht mehr Gold dabei. Was sagst du denn? Die Waffe nehme ich mal besser mit. Ja, nehmen wir mal die Waffe mit. Ich werde erstmal ein Tränkchen trinken. Und dann gehen wir weiter rein. Gucken, was es hier also gibt. Oh, jede Menge. Ach, der liegt auf dem rohen Fleisch. Auf seinem Degen liegt er. Auf dem Schinken. Auf dem Käse liegt er auch noch. Ich glaube, das war's dann wohl. Was? So, wo gehen wir als erstes rum? Rechts oder links? Rechts oder links ist die Frage. Gehen wir mal links rum. Aha. Hier gibt es noch Sachen zu holen, das ist schön. Ein Bolzen, rostige Axt, ein Skelett liegt da rum. Oh, Riesenratten. Haben wohl die Banditen hier irgendwie kaputt gemacht. Oh, eine Truhe. Und müssen wir knacken? Wir müssen knacken. Okay. Ach, Mist. Jawohl, das hat ja geklappt. Uiuiuiuiuiuiui, dann Dolo, komm mit. Wir müssen noch in den anderen Gang. Ein Tränkchen in Ehren kann niemand verwehren. Wo ist denn hier noch was? Große Frage, ob hier noch ein Bandit ist. Wegelagerer, Bandit. Ist das das Gleiche? Dann will das Gleiche zu sein. Noch eine Truhe. Mal gucken wir erstmal, was hier drin ist, bevor wir an die Truhe gehen. Oh, war das? Die Fackel war das nicht. Irgendwer wirkt Zauber. Über uns, unter so, uns oder sonst irgendwo. Das war's mit dir, du Mist. Aha. Okidoki. Da ist Action außerhalb der Höhle gewesen. Das haben wir ganz genau. Ich glaube, das ist sogar die gleiche Kombination wie die eine Truhe. Nee, doch. Doch. Super. Perfekt. Und weiter geht's.
Hat sich verlaufen. Nee, habe ich mich nicht. Muss nur hier wieder raus und in den anderen Gang, in den rechten Gang rein. Und zwar in... Nee, wir sind doch hier schon in den rechten gewesen, oder? War da noch was? Oh, Leute, ich krieg Kopfschmerzen hier, wenn ich das sehe. Höhlen und Orientierung. Hier, ne? Hier ist ja nix. Okay. Raus. War nämlich noch irgendwo ein Weg da links von der Höhle. Ihr wisst, welchen Weg ich meine wahrscheinlich. Und zwar... Yeah. Es ist immer noch so dunkel, liebe Leute. Deswegen machen wir nochmal wieder ein Fäckelchen an. Was sind das hier eigentlich? Köcher mit 30 Gift fallen, wie cool. So geht das auch. Erstmal gar nicht gesehen, dass ich das looten kann. Und wo ist denn meine... Oh, nur noch 7 Stück. Gucken, was uns hier ereilt. Da oben ist was. Nee, das ist gestrahltes Zeug. Das wird mystisch da oben. Gut, dass dunkel ist. Die Musik ändert sich oder irgendwie die Atmo ändert sich. Da ist doch was. Ist da was? Ist da was? Fragezeichen. Lass mal gucken. Ja, Scavy sind da. Okidoki. Scavenger. Ich möchte meine Fackel wieder haben. Nein, ich will die Fackel, Dandolo. So. Mal gucken, wo wir sind. Aha, hier in der Nähe wir sind. Überhalb des Klosters. Oberhalb, meine ich. So, was verbirgt sich hinterm Baum? Nichts. Eieiei. Die schlafen alle noch, die Scavies. Ja. Von mir aus. Sorg für unser Frühstück. Dieser Vogel ist geil. Ich weiß noch gar nicht, wie der heißt. Ja. Topfpflanze, Heilpflanze und weg. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir hier eigentlich ankommen, weil das hier so spooky ist. Ich erwarte hier irgendwie Skelette oder Goblin-Skelette oder anderes Gezücht. Waldgolems. Das ist auch eine Idee. Die könnte man hier auch vorfinden. Eventuell. Eventuell, ja, alles klar. Ja, da sieht man so vom Weiten, dass das ein Feldknöterich ist. Ja, ein geheimnisvoller Ort. Wo ich doch nicht weiß, was los ist, wenn ich hier eine Steintafel der Lebensenergie finde. Gucken wir gleich mal nach. Was es mit der Schatteintafel der Lebensenergie auf sich hat. Büchertjes? Da, da ist sie. Die Steintafel umgibt eine magische Aura, sag ich doch. Und? Das kann ich nicht lesen. Ich kann es natürlich wieder nicht lesen. Oh, da brauche ich einen Translator, einen Übersetzer. Das kann bestimmt wieder nur ein Magier machen. Magier. Magician. So, das war's mit dir. Oh, was geht ab? Da unten ist was. Da unten ist ein Magier. Oder? Ist das ein Magier oder was? Daron, ja, das ist ein Magier. Muss ich mal gucken, ob ich da hinkomme. Wo ist denn jetzt wieder meine Fackel? Na, wie wir zu Daron kommen, das werde ich mal überspringen, weil ich muss mich hier noch irgendwie mit Dandolo noch zurechtfinden. Ich glaube aber nicht, dass wir hier auf dem richtigen Wege sind oder doch oder was oder wie oder wo. Das könnte klappen hier, die Ecke. Das kann sogar klappen. Hier ist noch eine Heilpflanze. Noch eine. Nur Heilpflanzen hier. Und was raschelt dauernd da? Wo bin ich jetzt richtig? Ja, da ist was. Da geht's nämlich hoch. Da ist Daron. Oh.
Irum Darun Löffelstiel. Einmal, das ist ja auch ein Steinkreis. Sag mal, ist das schon wieder der Steinkreis, den ich denke, dass der ist? Gucken wir nochmal nach. Tatsache. Wieso ist jetzt plötzlich da ein Heinz? Ich hab doch hier die... Oder, nee, ist das ein anderer Steinkreis, oder? Ja, das ist ein anderer Steinkreis. Herr Daron, grüße Sie. Gute Nacht, guten Abend. Hallo, was machst du? Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Boah, erzähl mir mal erstmal von diesem komischen Innos da. Erzähl mir von Innos. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug und gab ihm die Magie und die Gesetze. In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Ich höre aber nix. Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das alleine sind die Künste der Feuermagier. Zudem keltern wir einen hervorragenden Wein. Na, das ist ja wohl das einzig Gute, was ihr macht. Was machst du hier? Nachdem die Orks Korenis erobert haben, bin ich mit dem großen Teil der Bürger hierher geflüchtet. Jetzt stehe ich den Flüchtlingen mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es unsere Pflicht, für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Na, da haben wir mal wieder was ausfindig gemacht. Teleport zum Steinkreis im Ritualwald. Das ist der Ritualwald, Leute. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Welche Rituale kann man denn hier alles so vollziehen? Schalterrituale vielleicht eventuell? Weiß ich jetzt nicht. Oder mehr so Kräuterrituale, weil ich hier nur Kräuter finde und keine Schalter. Auch lustig. Wenn man das System hier versteht, beziehungsweise Gothic, da weiß man immer grundsätzlich an Steinkreisen, an den Säulen, gibt es jede Menge Kraut mit Heil. Heilkraut. So hoch. Feuerkraut. Ach ja. Oh, heute bin ich ein bisschen gedämpfterer Laune, weil ich habe einen Kopfschmerz, Leute. Ich weiß auch nicht. Ich bin ein bisschen wetterfühlig. Und, yep, das ist halt eben... Deswegen bin ich jetzt nicht so... Naja, redselig nicht, würde ich nicht sagen, aber... Bin ein bisschen eingeschränkt in meinen... In meiner Denkweise, aber das bin ich ja meistens immer. Wenn Daron dort von Flüchtlingen redet, dann möchte ich mal wissen, wo die sind. Sind die hier irgendwo in der Höhle oder wie oder was? Laufe ich hier wieder das... Moment, da war doch... Stopp. War der Meinung, dass wir irgendwie einen Eingang gesehen haben. Einen weiteren Höhleneingang. Es wird zum Glück wieder ein bisschen hellerer. Wo war denn der? Von welcher... Was war das? Eine kaputte Blutfliege. Oh, ist jetzt gut. Aber irgendwo gab es doch sowas. Ich meinte, einen Eingang gesehen zu haben. Oder sah das... Ja, das, nee, das war ja du... Oh Gott. Seht ihr, irgendwo dachte ich, einen Höhleneingang gesehen zu haben. Von der Ferne, aber das war dann doch halt eben der... wie soll ich sagen, der Steinkreis, der Steinkreis. Ein Gelatschi hier. Ich glaube, ich werde mal hier so einen Sprung machen und mich wieder melden, wenn es Besseres zu erleben gibt. Bis dann. Molis. Oh, jetzt machst du doch nicht kaputt. Ach, ich bin ja auf Dingsbums. Ich habe ihn ja auf Offensiv geschaltet. Kann manchmal von Vorteil sein, kann auch mal manchmal von Nachteil sein. Da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Vielleicht sind da die Burgertjes drin. Man weiß es nicht. Rostige Axt auf jeden Fall hier.
Vielleicht sind das die Bürger, die Daron meint. Auf jeden Fall liegt erstmal ein Skelett rum. Und Excalibur, das ging aber einfach. Silberteller, noch was? Nein. Oh, Feuerroyaner her. Ein Steingolem hier? Das wäre lustig. Oh, weia, oh, weia, oh, weia, oh, weia. Hör was. Das ist aber auf jeden Fall kein Mensch. Da ist irgendwas anderes. Ui, es strahlt. Da strahlt's. Das ist ein voll verstrahlter Raum hier. Eine voll verstrahlte Höhle. Oh, ein Schatz. Jede Menge Schätze. Aber ich höre die ganze Zeit was. Aber ich sehe nichts. Wahrscheinlich hier in der Nähe. Dann wollen wir erstmal hier die Schätze plündern. War auf jeden Fall noch ein... Auf jeden Fall noch ein Schattenläufer zu hören. Goldener Kelch. Noch ein goldener Kelch. Einen großen Lederbeutel. Wieder was für ein Offscreen. Eine Schatulle. Und noch ein goldener Kerzenständer. Das ist schön. Okay. Geht's denn hier noch irgendwo anders weiter? Hier? Nein? Hab ich das hier vergessen zu nehmen? Oder bin ich jetzt irgendwie woanders rausgekommen? Oh, 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 oh. Nee. Nee, das ist es. Oh yeah. Ich würde mal sagen, hier ist Sackgasse, ne? Ah, super klasse. Da oben müssen wir hochkommen, weil da oben bestimmt irgendwas ist. Aber ich schätze mal nicht. Ich komme nur hoch, weil dann Dolum nicht. Der haut dann gleich wieder ab, sobald er nicht weiß, wie er hier hochkommen soll, ne? Ja. War klar, jetzt muss ich runter. Stattdessen latscht er da oben hoch. Ich bin noch hier unten. Läuft da wieder in die Höhle rein. Huhu, hier bin ich. Danke. Das war's. Okay. Meld mich wieder, wenn es wieder was Gescheites gibt hier. Also ein bisschen mehr Action. Und so wie es aussieht, ist hier Action. Da stehen nämlich Peoples rum. Gucken wir mal gleich mal nach. Okay, das sind wahrscheinlich die, von denen Daron gesprochen hat. Also die Geflüchteten. Hallo Arbeiter, hey. Wie geht's? Wie geht's? Den Umständen entsprechend gut. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Ich hoffe nur, dass wir irgendwann wieder zurück können. Und dass die Orks nicht alles zerstört haben. Okay, das war ein neutraler People. Dann Dolo ist noch da. So, eben mal kurz hier die Ecke abgrasen. Das ist auch ein Arbeiter. Wo sind wir denn jetzt, Bibeloi? Ach, ach. Ja, natürlich sind wir hier oben. Natürlich. Ach ja, oh Gott, ich kriege Erinnerung. Alvin. Regis. Hallöchen. Hey. Hey, wie sieht's aus? Hast du Orks gesehen? Ach nee, alles ruhig. Schätze, wenn die Orks kommen, werden wir's hören. Okay. Hey. Sonst noch was? Ach so, es wäre gewagt. Alvin. Hey. Hey, wie sieht's aus? Lucy ist echt glücklich, dass sie noch am Leben ist. Jo. Bisschen wortkarg. Hier sind noch mehr Leute. Hier ist Harad, der hey, Schmied. Du. Hallo. Was willst du? Mensch, Harad, erkennst du mich nicht mehr? Ich bin's, Roland, Bospas Sohn. Mann, wo hatte ich nur meine Augen gehabt? Natürlich, was machst du denn hier? Ich bin hier, um gegen die Orks zu kämpfen. Wirklich? Sehr gut.
wir können jeden Kämpfer gut gebrauchen. Es wird höchste Zeit, dass wir den Feind bekämpfen. Wir dürfen nicht zu lange zögern, sonst ist unsere Heimat verloren. Je länger wir warten, desto schwieriger wird unsere Situation. Ich habe gehört, dass noch mehr Feinde in unser Land einfallen sollen. Hoffentlich nicht. Wie konnte es eigentlich geschehen, dass der Feind ohne großen Widerstand Korinnes erobern konnte? Er kam heimlich, während der Nacht, aber das war wohl nicht der einzige Grund. Wieso? Was meinst du? Ich vermute, dass Verrat im Spiel war. Verrat? Ja, die Orks haben die Stadt zum günstigsten Zeitpunkt angegriffen, der überhaupt möglich war. Die Paladine waren erst vor kurzem ins Minental abgezogen. Dann folgte ein Befehl von Lord Hagen, der weiter dazu beitrug, dass die Stadt schutzlos wurde. Lord André erhielt nämlich den Befehl, einige seiner Leute nach dem Norden zu schicken, um gegen die Banditen vorzugehen. Und warum? Angeblich hatten die Banditen vor, das Kloster anzugreifen, was ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen kann. Wer ist denn so bekloppt, ein gut geschütztes Kloster mit mehreren Magiern anzugreifen? Sowas würde ich den dünnsten Banditen nicht zutrauen. Da hast du allerdings recht. Außerdem war diese Bedrohung durch die Banditen nichts Neues. Deshalb glaube ich nicht, dass der Befehl überhaupt von Hagen kam. Dann wäre tatsächlich Verrat im Spiel gewesen, wenn du recht haben solltest. Woher sind eigentlich die ganzen Banditen gekommen? Die Kerle kamen alle aus dem Minental. Sie hatten sich bereits hier breit gemacht, als die Barriere zusammengebrochen war. Aber du bist doch jetzt nicht nur wegen der Orks hier, oder? Nein, ich suche noch meine Eltern und... Dann bist du hier richtig. Sie konnten mit uns rechtzeitig die Stadt verlassen. Deine Mutter habe ich vorhin noch gesehen. Ja! Genau, sei Dank. Dann werde ich gleich mal nach ihr schauen. Tu das. Sie wird sich freuen, dich wiederzusehen. Oh, geil. Arbeitest du immer noch als Schmied? Wie denn? Solange der Feind in der Stadt ist, kann ich nicht zurück an meine Schmiede. Dabei gäbe es noch jede Menge zu tun. Ja, ich kann natürlich auch stärker werden, wobei ich gucken muss, ob ich noch Lernpunkte habe, aha, und Stärke, mal gucken, wie teuer Harad ist. Ich will stärker werden. 10 Lernpunkte für 5, okay, nö, ein bisschen komm langsam. Komm wieder, wenn du mehr lernen willst. Ja, das werden wir machen. Tja, dann werden wir mal nach meinen Eltern gucken, ne? Oder nach Mami. Mami, Papi, redet einfach Bürger, Bürgerin, noch eine Bürgerin. Gott, die hat's alle hier verschlagen. Garl. Hallo. Hallo. Das ist ja schrecklich. Was kannst du mir über die Orks sagen? Nichts, aber alle Flüchtlinge haben Angst und sind misstrauisch geworden. Vor allem Fremden gegenüber. Immerhin könnte es ja sein, dass sich einer dieser Ork-Söldner hier einschleicht. Ich frage mich sowieso, warum die Orks und deren Söldner nicht schon längst über uns hergefallen sind. Aber wer weiß. Vielleicht wollen sie ja erst Onas Hof und das Kloster erobern, bevor sie den Norden unterwerfen. Oh ja. Das habe ich schon immer gesagt. So, weitergucken. Grimbald. Hallo Grimbald. Hallo Grimbald. Lange nicht gesehen. Hey Roland, na das ist ja ein Ding. Wie geht es so? Ja, gut. Geht so. Hier oben bei dir ist ja ganz schön was los. Du meinst wohl wegen den Flüchtlingen, die hier ihr Lager aufgeschlagen haben? Genau das meine ich. Ja, hier ist wirklich eine Menge los. Deine Eltern sind übrigens auch hier. Das heißt, Bosper wird wohl auf der Jagd sein. Aber wo genau, kann ich dir leider nicht sagen. Nicht schlimm. Aber sag mal, so richtig glücklich siehst du nicht aus. Ehrlich? Liegt es vielleicht an den Leuten? Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Leute tun mir zwar leid, aber wenn das so weitergeht, packe ich meine Sachen und gehe in die Wälder. Wieso denn das? Was nervt dich denn so? Ich liebe nun mal die Einsamkeit. Und jeden Tag diese ständige Gequatsche von den Leuten. Es ist wirklich nicht zum Aushalten. Ja, manchmal schlimm. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Okay, er kann mir das Jagen beibringen, aber trotzdem will ich wissen, sind meine Eltern? Bürger... Hierhin also, hat sich der größte Teil der Bewohner von Korinis gerettet. Ja. Na hoffentlich sind sie hier von den Orks sicher. Ja, ich hoffe es auf, Dandolo. Junge, was ein Auflauf. Hier ist Mo. Hier ist die Bürger. Hallo Roland, ja. Was machst du denn hier? Hallo Mutter. Enos sei Dank, dass ich dich finde. Als ich hörte, dass die Orks Korinis erobert hatten, habe ich mich sofort auf den Weg gemacht, euch zu suchen.
Wie geht es euch? Deinem Vater und mir geht es gut. Allerdings ist er jetzt nicht im Lager, sondern schon seit längerer Zeit auf der Jagd. Weißt du, wo er jagen wollte? Leider nicht. Dabei hätte ich seine Hilfe jetzt unbedingt gebrauchen können. Aber glücklicherweise bist du ja jetzt hier, mein Sohn. Dann wird alles gut werden. Ja, sicher. Gott, der Typ hier, der Mo, der grimmige, guckende Mo. Gut, dass du da bist. Und jetzt los. Du musst mir unbedingt helfen. Dieser Kerl wird immer unverschämter. Welcher Kerl? Was ist los? Seit dein Vater auf der Jagd ist, werde ich ständig von diesem Mo belästigt. So. Immer wieder verfolgt er mich auf Schritt und Tritt und lässt mich nicht aus den Augen. Und wenn ich ihn darauf anspreche, grinst er immer nur frech. Keine Sorge, ich kümmere mich um den Kerl. Das will ich aber auch hoffen hier. So, Mo, du Heinz. Hey, du. Wer bist du? Mo ist mein Name. Ich war früher Türsteher bei Cardiff. Jetzt bin ich ein Flüchtling, wie alle. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Ah, ganze Zeit hier den Arschblick, den wollen wir nicht haben. Dann setzen wir uns mal direkt vor Mo hin. Oder stellen. Lass gefälligst meine Mutter in Ruhe. Lass gefälligst meine Mutter in Ruhe. Wovon redest du, Mann? Du weißt genau, wovon ich rede. Lass sie in Ruhe, klar? Ich mach doch gar nichts. Und jetzt verzieh dich. Mhm. Ja, das denke ich auch mal. Dann gibt's eins aufs Maul. Dann gibt es jetzt eins aufs Maul. Komm her. Wollt ihr wohl damit aufhören? Ein Kampf. Oh, dann zu. Nicht schlecht. Hier wird nichts passiert. Lass dir das eine Lehre sein. Das hat dann Dolo für mich gemacht. Okay. Und ich hab natürlich die wieder Waffe. Kräftig nehme ich mal besser mit. Einen eingesackt. Das ist natürlich nicht so pralle. Okay, sollte reichen. Jetzt. So, Mo. Sag was. Darüber reden wir noch. So, komm. Warte mal. Bist du zufrieden? Willst du mit mir anlegen oder was? Okay, das war ein Originaldialog. So, wo ist jetzt meine Mutter? Hä? Das war ich jetzt eben nicht. So, Mutter. Da ist Mutter. Mutter, richtig. Quest? Muttersöhnchen. Mo belästigt meine Mutter nicht mehr lange. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Hm. Sollte ich jetzt nochmal oder was? Ah, ein Kampf. Mein Gott, ein Kampf. So, nochmal zur Mutter hin. Nö. Weiß der Geier, warum das so ist? Vielleicht fehlt ja noch was. Oder ich muss ihn nochmal. Muss nochmal warten, bis er aufgewacht ist. Vielleicht war es ja auch ein Fehler, dass Dandolo ihn jetzt niedergestreckt hat, außer mir. Los, Mo. Wach auf. Soll ich mal auf. Hallo? Mo ist hin. Nicht zu holen. Shit. Okay, Leute, bis hierhin. Danke, dass ihr angeschaut habt. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Herzliche Grüße, euer David von Scouten. Tschüss.